Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht darum, wie wir in Lightroom ein Bild in Schwarz-Weiß konvertieren. Bisher ist das Bild völlig unbearbeitet, genau so kam es aus der Kamera. Wir werden uns auch nicht um Lichter und Tiefen kümmern, sondern uns nur um die Schwarz-Weiß-Konvertierung. Dazu gibt es hier oben in den Grundeinstellungen, wir befinden uns ja im Entwickelmodul, den Reiter Schwarz-Weiß. Wenn wir da draufklicken, wird das Ganze einfach in Schwarz-Weiß umgewandelt. Allerdings ist jetzt lediglich die Farbinformation entfernt worden. Um hier das Ganze noch optimal ausgestalten zu können, gibt es hier unten HSL, Farbe und Schwarz-Weiß. Wenn wir hier auf Schwarz-Weiß klicken, dann haben wir hier schon eine automatische Einstellung, wie uns Lightroom das Bild vorschlägt. Wir können einfach mit einem Klick hier auf diesen Begriff das Ganze auf 0 zurücksetzen. Jetzt müssen wir uns anschauen, welche Farbwerte wollen wir heller machen bzw. dunkler machen, um das Schwarz-Weiß richtig schön knackig wirken zu lassen. Dabei müssen wir aufpassen, die Regler nicht zu stark beanspruchen, da wir sonst Flecken ins Bild bekommen. Wenn wir zum Beispiel den Rotregler anschauen, Rotregler, rote Informationen sind sehr stark in der Haut vorhanden bzw. natürlich auch in den Lippen. Wenn wir uns hier mal den Regler anschauen und ziehen den mal komplett nach links, dann sehen wir, dass wir eine komplett fleckige Haut bekommen. Wir haben schwarze Lippen, wir haben sehr, sehr, sehr fleckige Haut. Wenn wir den Regler zu weit nach links ziehen, dann verlieren wir sehr viel Bildinformation, da das Bild wirklich extrem weiß wird, auch relativ weiße Lippen. Deswegen sollten wir uns hier an jeden Regler ganz sorgfältig rantasten. Wir können also hier überlegen, wollen wir die Lippen, weil wenn wir den Regler nur ein wenig bewegen, dann sehen wir kaum Veränderungen in der Haut, aber starke Veränderungen in der Lippe. Wollen wir hier die Lippe etwas heller machen oder etwas dunkler? Wie gesagt, zu weit nach links dürfen wir nicht ziehen, da wir sonst Flecken in der Haut bekommen. Ich würde hier die Lippen etwas mehr betonen, deswegen ganz minimal nach links ziehen. Ich gehe jetzt auf minus 15. Die Orangetöne sind auch sehr stark in der Haut vorhanden. Auch hier müssen wir wieder aufpassen, ob wir Bildinformationen verlieren oder natürlich so eine, ja, ich nenne es mal scheußliche Haut bekommen. Deswegen auch hier ganz sorgfältig, ganz sorgsam mit diesem Regler spielen. Ich nehme dann ja auch etwas nach links, aber nur ganz dezent. Gelb haben wir schon wieder weniger in der Haut, allerdings sehen wir hier im Hintergrund durch diesen Lens Flare haben wir hier gelbe Stellen. Auch hier können wir überlegen, okay, wollen wir diese Stellen aufhellen oder abdunkeln? Da passiert uns nicht viel, da gehe ich ganz leicht ins Plus. Grün haben wir auch hier im Lens Flare vorne links, siehst du das? Da können wir den Lens Flare fast entfernen, wenn wir hier einfach ein wenig nach rechts klicken. Aquamarin ist in diesem Bild gar nicht vorhanden, das heißt, diesen Regler können wir weglassen. Blau haben wir ein wenig im Licht hier oben drin. Auch hier können wir uns überlegen, ob wir den Lichtkreis etwas stärker definieren wollen, weil dieser Blauanteil hier in den Randbereichen des Blitzes ist. Entweder können wir das Ganze etwas mehr überstrahlen oder entsprechend zurücknehmen. Ich nehme es jetzt hier in dem Fall einiges zurück, damit wir hier wirklich so diesen Kern mehr erhalten. Lila haben wir ein wenig in der Haut bzw. auch hier an den Augen und auch am Blitz. Hier würde ich ganz leicht nach rechts gehen, um hier diese Struktur im Augenlid etwas hervorzuheben. Magenta, auch sieht man es hier wieder schön an der Lippe. Ich zoome mal rein, dass wir hier ganz viele Farbinformationen mit lila Anteilen in der Lippe haben. Hier würde ich etwas nach rechts gehen, um hier die Lippenstruktur etwas mehr hervorzuheben. Das ist von Bild zu Bild unterschiedlich, aber die Theorie ist immer das gleiche. Wir müssen immer schauen, welchen Regler bewegen wir wie weit, um das Bild wirklich knackig zu machen. Wir können hier die Kontraste entweder sehr verstärken, das heißt die dunklen Bereiche dunkler machen oder die hellen aufhellen oder das Gegenteil, indem wir mehr Struktur rauskitzeln, dadurch, dass wir Bildinformationen, die hell sind, etwas dunkler machen oder dunkle etwas aufhellen. Das geht ganz schön mit der Schwarz-Weiß-Mischung.
Ich würde dir einfach empfehlen, probier das bei deinen Bildern mal aus. Und wenn du Fragen hast, stell sie mir einfach hier unter das Video. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Interesse und bis dann.